Einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer und herzlich willkommen zum heutigen Live-Trading zur Börseneröffnung mit Dirk Hilger. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich hoffe einfach, Sie können mich gut hören. Falls nicht, wäre in dem Fall ein negatives Feedback von Vorteil. Da müsste ich vielleicht noch ein paar Einstellungen vornehmen, aber ich denke, es funktioniert. Bevor wir mit dem Webinar starten, gibt es die üblichen oder die obligatorischen Risikohinweise. Das Webinar, das dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte betrachten Sie die Aussagen des Referenten nicht als Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten muss nicht der unbedingt von FX Flat entsprechen. Ansonsten, ja, Dirk, du bist einsatzbereit. Theoretisch ja. Theoretisch ja. Und praktisch? Das müssen wir rausfinden. So, bitteschön. Aha. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. Ja, aber ich denke, der Dirk ist jetzt super vorbereitet und los geht's. Dankeschön. In ganz, ganz ähnlicher Form fürchte ich wie du. Nein, ich bin ja ein bisschen spät an, also tut mir sehr leid. Aber manchmal ist das irgendwie so, da weiß man gerade nicht, wo die Zeit irgendwie plötzlich hingelaufen ist, obwohl man noch irgendwie zeitlich aufgestanden ist. Aber so ist das halt eben manchmal. So, da sage ich an der Stelle auch Moin, hallo und herzlich willkommen hier zum Live-Trading-Webinar mit meiner Wenigkeit bei FX Flat zur deutschen Markteröffnung. So, was das dann werden wird, das werden wir herausfinden. Aber wie der Wolfgang gerade schon gesagt hat, ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, dass irgendwie nicht blind nachgehandelt wird, sondern dass halt man sich schon so ein paar eigene Gedanken macht. Ich weiß ja, dass es im Schnitt natürlich halt hier alles immer funktioniert. Aber was heißt alles immer? Das ist eigentlich schon der falsche Satz. Im Schnitt funktioniert die ganze Geschichte, aber das heißt nicht, dass es jedes Mal aufgeht. So, ich hoffe, ihr seid ein bisschen wacher als ich. Ich weiß nicht, was heute los ist. Keine Ahnung. Ich bin rechtzeitig aufgestanden, aber irgendwie war es dann halt plötzlich 8:45 und irgendwie dann doch noch nicht fertig und jetzt muss ich hier gucken, dass ich mich hier irgendwie durchschlage. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es gut. Ja genau, und der Lutz schreibt ja schon, kaum ist der Nelson nicht da. Nee, das ist aber ein bisschen böse. Der Wolfgang macht das sehr, 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 sehr gut und das war bestimmt irgendwie irgendeiner Technik geschuldet, wofür der Wolfgang garantiert nichts kann, ne, Wolle. Jetzt ist er still. Der ist jetzt direkt mal abgehauen. Gut, der hat Kaffee geholt, das darf nein, er auch. Nein, ich muss sagen, es war meine Schuld. Das lag nicht an der Technik. Guck mal, jetzt wollte ich dir einmal die Stange halten und dann. Na, ich bin ja ehrlich. Ich bin ja ehrlich. Das lacht an mir. Da hat der so. Lutz vollkommen recht. So, was haben wir hier noch? Der Timo Koksiol. Einfach mal gestern. Ja. Das ist ein Insider. Wenn ich den jetzt erzählt habe, ist alles vorbei. Ich wollte es tatsächlich versuchen, an den Start zu bringen, Timo, aber es hat dann irgendwie doch nicht funktioniert, beziehungsweise das Bild war zu klein und wollte dann halt irgendwie nicht. Dann hätte man parallel eine Zoom-Session starten müssen. Aber wie gesagt, wir vertiefen das jetzt nicht. Das dauert alles viel zu lange. Ich hätte noch einen anderen Gag am Start, aber auch für den bin ich jetzt zu spät. Den zeige ich ja nachher mal. Das ist wirklich unglaublich. So, aber kurze Rede, langer Sinn. Wir wollen ja auch was tun und nicht hier nur die ganze Zeit belanglos plaudern. Der Markt, ja, das kann heute leider wieder mal etwas anstrengend werden, wenn man sich das mal so anguckt, nämlich die Range. Ich habe es ja auch in meinem Blog auch schon stark verkürzt heute, weil ich gesagt habe, was soll ich denn da irgendwie großartig zu schreiben? Der Markt ist halt nun mal in der Range und das ist eben so. So, das gefällt zwar den meisten nicht, mir auch nicht. Ich finde es auch immer gut, wenn er irgendwie in eine Richtung läuft, weil dann hängt man sich dran und dann ist die Geschichte halt eben auch ganz schnell erledigt, beziehungsweise man hat dann auch ein bisschen mehr Spaß mit dem Markt. Ja, so, also hier wie immer auf der linken Seite DAX im Daily, auf der rechten Seite der Dow im Daily. Beim DAX sieht man natürlich deutlich, der hängt oben und der Dow hängt irgendwo so in der Mitte. So, aber trotzdem haben wir hier eine Korrelation, das heißt, die beiden laufen schon halbwegs parallel, beziehungsweise halt jetzt nicht unbedingt komplett auseinander. Was? Oha, Dirk live, ich bleib flat im Bett. Das ist mies. Also die Kommentare hier, es ist immer wieder unglaublich. Aber ihr sollt ja auch euren Spaß haben, deswegen mache ich das Ganze hier ja auch. Und nicht nur für bloße, wie soll ich sagen, langweilige Marktbesprechungen,
sondern es soll ja auch ein bisschen lustig sein. Und wer hier schon öfter mal dabei war, der weiß auch, dass ich einiges einstecken kann. Also man muss sich da nicht wirklich zurückhalten. Aber mich würde natürlich trotzdem mal interessieren, weil wir heute ja auch, wie ich sehe, wieder ein paar mehr haben. Wer ist zum ersten Mal hier? Vielleicht mal kurzes X in den Chat, damit ich so einen Überblick habe, wer alles hier Stammgäste an der Theke sind und wer hier zum ersten Mal vorbeikommt. Kommen lauter Y? Nein, einfach ein X. Ja, okay. Weil ich hole natürlich immer nicht unbedingt weit aus, ne, weil ich halt immer davon ausgehe, so, okay, das und das ist klar oder dass man das so macht, ist klar und nicht irgendwie dann nochmal irgendwie alles von vorne erklären. So, ich versuche halt hier immer so meine Sichtweise ja auch darzustellen und so, dass man es ja auch in seine Überlegungen eben mit einbeziehen kann und vielleicht halt auch eine andere Sichtweise zu geben, die man halt vielleicht selber nicht auf dem Schirm hat. Wie gesagt, meistens gelingt es, aber nicht immer. Was das heute werden wird, das werden wir gleich rausfinden. Also generell, ich habe ja gesagt, Range, ja und nein, ne? Also wenn man hier sich den DAX mal anguckt, ja, das ist eine Range hier oben, aber die hat schon irgendwie eine Tendenz immer noch nach oben. Also was ich ja grundsätzlich gut finde, ich fände es ja auch gar nicht schlecht, wenn wir hier ein neues ATH einfach machen und dann nach oben weiterlaufen. Aber wie man sieht, so einfach ist das nicht. Was mich so ein bisschen stört in dem gesamten Bild hier, das ist, dass wir keine Korrektur irgendwie in dem Level hatten. Also 15.200. Das ist jetzt natürlich nach unten sind es irgendwie mal 700 irgendwas Punkte. Da will ich auch gar nicht unbedingt hin. Also auf gar keinen Fall heute Morgen um 9 Uhr. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum es da oben halt nicht wirklich weitergeht, weil eigentlich wäre für meine Begriffe eine gute Bewegung oder eine gesunde Bewegung wäre halt sowas gewesen. Hierhin, ja, hier oben irgendwo in Richtung 16.000, also über diese Hochs hier drüber, dann eine saubere Korrektur hier runter, weil das halt hier eben der Widerstand war und dann nach oben weg. So, das wäre halt irgendwie eine ordentliche Bewegung gewesen, ja, so, wo man halt sagt, na gut, das ist alles nachvollziehbar. Jetzt hängt aber hier oben fest und will da gar nicht mehr runter, sondern will am liebsten direkt in der Range weiterlaufen. Jetzt wäre ja auch der normale Weg, jetzt um mal hier beim DAX zu bleiben, wäre ja auch der, dass wir halt eben eine Range in die Richtung weiter auflösen, aus der sie entstanden ist, beziehungsweise wie sie halt entstanden ist. Ne? Das heißt, also eine Range auf oberem Niveau sollte nicht unbedingt dazu führen, dass wir halt jetzt von hier einfach mal wegkippen und dann weiß der Geier was, bis wohin wir dann halt laufen, sondern eigentlich sollte die schon nach oben auflösen. Das heißt, meine Tendenz ist daher halt auch erstmal wieder long in dem ganzen Gebilde hier und alles weitere, also ob jetzt irgendwie, ob man nach unten dann Punkte mitkriegt oder nicht, das hängt dann so ein bisschen davon ab natürlich, wie sich das Ganze dann im kleinen Timeframe aufbaut. Aber warum das Ding jetzt irgendwie Short auflösen sollte, erschließt sich mir halt noch nicht, weil das ist ja eher, das ist ja keine Schwäche, wenn er hier oben klebt, sondern es ist ja schon eher Stärke, dass das Level gehalten wird. So muss man es halt für meine Begriffe betrachten. Also ich weiß, dass dann halt das Sentiment habe ich gerade irgendwie nicht auf dem Schirm, aber das dreht ja dann halt immer irgendwie relativ schnell. Und sobald es dann halt irgendwie negativ genug ist und dann hebt der Markt dann halt ab. Hat das jemand auf dem Schirm? Das Sentiment, wo gerade also die quasi Massenmeinung, wo die ganze Geschichte gerade steht. Aber ich würde mal, ja, plus 29, schreibt der Matthias. Das heißt also leicht long wäre halt auch ein Grund, warum es nicht weitergeht. Ja. Das kann natürlich schon sein. So, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Das könnte natürlich schon sein, ne? Also, dass das halt einfach so ein bisschen hinderlich ist, weil der DAX hat eben generell so ein Sentimentproblem, dass er halt eben, also es gibt keinen Wert, also zumindest war das vor ein paar Jahren so, kein Wert an der Börse, der mehr mit Derivaten belastet ist als der DAX. Und das ruft natürlich einige gegensätzliche Interessen natürlich dann eben auch auf den Plan. Und vor allen Dingen gerade die Emittenten, die ganzen Papiere ja halt eben auch schreiben. Und die haben natürlich auch nicht unbedingt Interesse daran, dass halt eben das dann halt alles wunderbar aufgeht und dann halt plötzlich die Masse gewinnt. Ne? Das grenzt natürlich dann irgendwie so ein bisschen an den Punkt, so Marktmanipulation. Ist halt auch klar und eigentlich gibt es das ja alles gar nicht und darf es auch gar nicht geben, aber ein Schelm, wer da Böses denkt, ich meine, die Emittenten sind halt einfach die mit der dicken Kohle und direkt eine Tür weiter, es ist halt eben dann die andere Abteilung, die angeblich nichts damit zu tun hat.
naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Aber man sieht halt eben schon deutlich, dass der Markt eben selten, also insbesondere der DAX Richtung Sentiment auflöst. So, ich würde jetzt mal rübergehen auf den kleineren Timeframe. Mal gucken, was sich da so anbietet, beziehungsweise hier so zeigt. Also hier im H1 zum Beispiel, was jetzt der nächst kleinere wäre, sehen wir halt erstmal auch nicht wahnsinnig viel. Das ist jetzt hier die 8-Uhr-Kerze, die wir halt hier haben. Das heißt, hier haben wir irgendwo auf diesem Level, auf dem Niveau hier unten die Lows gerade angetestet. Das ist natürlich hier die falsche Farbe, sollte natürlich erstmal grün sein. Man sieht halt hier im H1 aufsteigende Lows, also von gestern hier kommend, das war halt gestern, das war jetzt, da auch noch gestern gewesen sein, das ist jetzt halt eben die Nachtbewegung, die ist natürlich nicht so wahnsinnig relevant. Vielleicht hier ein kleiner Dip irgendwie mal darunter, würde jetzt auch nicht unbedingt wehtun und dann von da halt nochmal raufziehen. Das heißt also so zum Beispiel, na gut, kann ich hier nicht machen, kommt aus dem Live-Chart. Das heißt, um das hier mal ein bisschen deutlicher einzuzeichnen, wenn er also hier runter geht, ne, dann sollte es da eigentlich dann halt auch nochmal irgendwo einen Support geben. Ne? Weil wäre eigentlich typisch, also der letzte hier hat jetzt noch nicht gereicht, um da oben ein neues Hoch zu machen, dann wird vielleicht einfach eine Etage tiefer versucht, um das von hier aus dann nochmal zu erreichen. Das heißt also irgendwo 15.850, 860, so in dem Bereich rum, könnte man sich das mal angucken, ob man da nicht nochmal irgendwie einen Long findet, wenn er jetzt überhaupt dahin geht. Die andere Variante wäre jetzt der, dass wir jetzt halt zur Eröffnung, dass diese Supports halten, so wie sie sind, und wir direkt nochmal über die 900 laufen, sprich hier oben SMA 20 als Beispiel, direkt darüber. Halt hier dieser Bereich, der ja auch hier schon mehrfach reagiert hat, von unten, dann einmal von oben und hier nochmal gebrochen wurde. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das wäre jetzt dann ganz einfach die andere Richtung. So, das heißt, vor dem Aspekt, wenn man jetzt unbedingt irgendwie um 9 Uhr hier reingehen möchte, dann wäre es vielleicht sinnvoll, also bitte nicht nachmachen, ja, aber dann halt eben direkt hier über den Highs da zum Beispiel halt sich long zu platzieren. Was ist hier passiert? Okay. Sich hier direkt drüber long zu platzieren, müsste aber dann auch natürlich relativ schnell durchziehen, ne? Keine Frage. So, aber ich lasse das mal ganz kurz, gucke mir zumindest mal halt irgendwie so eine Zuckung an, bevor ich hier irgendwas mache. Aber eventuell, wenn es halt blöd läuft, ist es halt auch eine von wenigen Chancen, die sich halt heute bieten. So. Jetzt wird der Norbert wird sich freuen, der sieht nämlich hier NG-Range, das habe ich mir letzter Zeit auch öfters mal angeguckt, was er da nämlich treibt, der Markt. So, hier H1, wir sehen es, er steuert also die Lows hier unten an. 860 habe ich gesagt, wäre natürlich ein schöner Entry, beziehungsweise 860, 850 in dem Bereich. Dann gucken hier oben, die müssen wir auch nochmal zurückholen, damit wir hier auch mal was sehen. Also hier wie immer M5, da oben der M15. Und mal gucken, ob wir das hier kriegen. So einen kleinen Dip darunter als Phishing quasi und dann halt wieder rauf. Hier haben wir die Woche, habe ich hier unten eingeblendet. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich bin da jetzt nicht im Bild. Nee, bin ich nicht. Beziehungsweise verdecke nicht das Bild. Hier sieht man halt auch, das ist auch die Wocheneröffnung, die wir hier unten an dem Pivot wohl relativ genau eben auch antesten. Das heißt, auch das wäre eigentlich ein guter Grund, da zu reagieren. Also mal kurz die Woche auf Rot gedreht und dann aber wieder zurück. Wie weit ist dann natürlich die andere Frage, ist halt auch klar. Und ich hoffe, das Einzige, was ich immer hoffe, ist, ich kann falsch liegen, ist kein Problem mehr. Aber das Schlimmste wäre halt immer so irgendwie keine Wohler. Und das hat man dann halt eben auch schon gerne mal. Und deswegen hat wahrscheinlich der Manuel auch geschrieben, oha, Dirk live, ich bin da mal im Bett und bleibe flat, weil das halt irgendwie dann doch schon oft der Fall gewesen ist, dass wir halt so überhaupt gar keine Wohler gehabt haben. Aber ich will jetzt nicht meckern, bevor die ganze Geschichte hier überhaupt wirklich gestartet ist und auch mal sehen, was das Ganze werden wird. So, dann sind hier erstmal relativ genau. Hier im H1, um da noch mal kurz zu bleiben. Ne, hier recht genau die Lows da. Ich mache das mal ein bisschen enger. Da angetestet. Ne, also kein neues Tief hier gemacht. So rein markttechnisch ist es natürlich dann
total sauber. Oh, meine Stimme verlässt mich irgendwie heute. Ich hoffe nicht. Und so, geht wieder, ne? Einigermaßen. Ja, wie gesagt, das kann natürlich jetzt sein. Fände ich aber ein bisschen komisch auch, ne? So irgendwie ganz genau angetestet und dann direkt wieder weiter. Aber das waren ja jetzt auch irgendwie gerade mal 15 Punkte darunter. Mehr war es ja noch nicht. Ich wäre schon irgendwie ein Freund davon, wenn wir hier die Lows mal kurz nach unten wegfischen und dann wieder raufziehen. Und ja, weil das halt einfach auch ein typisches Verhalten wäre, ne? Also generell. Und man muss halt eben auch dazu sagen, das habe ich ja hier auch gerade gezeigt, ne? Also das letzte Low hat ja einfach kein neues High gebracht. Und allein infolgedessen wäre es dann eigentlich auch legitim, wenn halt diese Bewegung dann halt nochmal angesetzt wird, beziehungsweise, das ist ja nicht viel. Also wenn man sich jetzt einfach mal das Ganze bemisst, mal hier von der Bewegung runter. Gucken, ob ich den hier finde. So, da ist er. Ne? Einfach hier von dem Tief nochmal dahin und dann halt eben nochmal rauf. Also das heißt, einfach nur hier ein Stückchen dran setzen wäre eigentlich auch eine vollkommen plausible Bewegung. Und hier haben wir halt auch nicht den M5 oder irgendwas, sondern den H1. Das heißt, man sieht ja hier schon, der hat sich hier nochmal deutlich nach oben gebohrt. Wäre dann auf der anderen Seite auch natürlich dann wieder entsprechend ja, befremdlich, wenn das halt eben nicht hält, sondern wenn jetzt hier einfach durchgeballert wird nach unten und der Markt dann jetzt hier als Beispiel ein neues Tief macht. Glaube ich so erstmal noch nicht. So, wer ist dann irgendwie positioniert? Wer ist denn long? Einfach auch mal hier irgendwie ein kurzes X rein. Oder L für long, S für short. Hier mal kurz in die Kommentare. Und F natürlich für flat. Short, 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 short. Okay. Alle short. Ein paar Flats. Ja, Flat ist ja auch erstmal nicht so wahnsinnig falsch, ne? Bin ich ja auch, weil ich hier erstmal warte auf irgendwie eine vernünftige Bewegung. Und es kann natürlich leider auch sein, dass die gar nicht kommt, ne? Also schon ganz viele Flat irgendwie. Und von was im Bett gehe ich nicht long. Okay. Das könnte ich das nächste Mal auch machen. Ich könnte ja mal ein Webinar aus dem Bett raus machen. Natürlich ohne Kamera. Das will ich ja keinem antun. So, also eher Short 1, 2 Long, der Rest Short oder Flat. Ja. So, es drückt auch. Also Short ist natürlich dann auch die Frage, bis wohin, ne? Also ich meine, generell ist es erstmal, glaube ich, auch richtig. Und sieht man ja auch gerade, es kommt jetzt zumindest mal ein bisschen was hinterher jetzt. Man könnte jetzt auch irgendwie in der zweiten Bewegung sagen, gut, ich gehe hier short mit und guck mal, bis wohin die Geschichte fällt. Weil wenn wir nochmal auf den Weekly gehen, dann hat das natürlich auch Platz bis runter bis zu 800, ne? Gar keine Frage. Ich meine, kann man natürlich auch machen, ne? Hier einfach erstmal shorten. Ich mache den mal nicht zu knapp hier. Und dann halt mal sehen, bis wohin das Ganze dann halt eben gehen soll. Auch wenn er jetzt irgendwie nochmal zurückkommt, irgendwie hier bis knapp davor, könnte man sich das auch überlegen, hier einfach mal mitzugehen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade unter die Lows drunter gefischt. Ich mache mal einen Short hier mit auch. Nur für ein paar Punkte. Mal gucken, ob das gelingt. Hier ist dann natürlich jetzt so ein Pivot, das kann halt ein bisschen nervig sein. Den sollte man aber schon irgendwie eng sichern, denke ich, ne? Also irgendwie da nicht erwarten, dass wir jetzt nach unten wegbrechen. Ich will ja halt auch hier nur eigentlich ein paar Punkte gucken, ob das gelingt. Hier mit dem Impuls nach unten. Aber man sieht halt leider schon hier einmal kurz, dass das Low unten, was ich ja eigentlich wollte, das ist genau die Strecke, die er jetzt gemacht hat. Hier nur an der Stelle, ne? Gerade eigentlich nur das verlängert. Aber so angestochen ist es. Und da kann man natürlich auch noch irgendwie zwei, drei Punkte noch drunter setzen. Sollte eigentlich nicht das große Problem jetzt hier sein. Wenn doch, dann ist es halt so. Dann muss man halt nochmal gucken, ob man da irgendwie long reinkommt oder ob man es
dann halt irgendwie besser lässt. Aber ich bin jetzt hier auch nur in den Rücklauf hier reingegangen, ne, also nicht direkt runter mit dem Impuls. Auch wenn ich eigentlich long will, ich finde, der kann schon noch mal ein bisschen deutlicher nach unten irgendwie reinstechen. Kann man natürlich auch skalieren oder man kann es einfach so lassen, wie es jetzt hier gerade ist und dann sagen, gut, wenn es nicht geht, geht es halt nicht, weil der Markt hier ist halt natürlich jetzt schon, ne, sehr, sehr, sehr wohler arm. Was natürlich, was ich immer so ein bisschen anstrengend finde, ist, sind halt Pivots im DAX. Und weil da frisst er sich echt viel zu gerne dran fest. Und das ist immer so ein bisschen, kann schon mal einem auf den Zeiger gehen. Was ich hier übersehen habe, ist, das kommt aus dem VPOC. Moment, wo ich ja gerade gesagt habe, skalieren. Das kommt aus dem VPOC. Ich hoffe mal, der stimmt. Weil da hatten wir ja gestern ein bisschen Handlungsbedarf, nämlich der VWAP, den haben wir hier nämlich noch gar nicht gesehen, der wäre nämlich hier oben. Und kann schon sein, dass wir den halt erstmal nochmal abholen müssen. So, und das heißt aber auch hier, ne, also das war natürlich dann bisher tatsächlich die beste Analyse, also einfach nur hier die Verlängerung, bis genau dahin, war mir aber irgendwie zu einfach, vielleicht zu viel nachgedacht. So, hier wäre jetzt nochmal der VWAP. Ich bin auch jetzt hier erstmal nur mit einer kleinen Position drin, aber da müsste er jetzt dann halt auch reagieren. Wenn er das nicht macht, dann kann man vielleicht sogar überlegen, das Ding long zu drehen, also auch im Verlust dann halt eben zu drehen. Also hier ist der VWAP, drüber darf er natürlich nicht mehr. Das heißt, ich gebe jetzt hier noch einen dazu und wenn er dann weg ist, ist er weg. Dann muss ich mir was Neues überlegen und dann war long eben doch die bessere Abteilung. So, aber der Tag ist ja nicht vorbei, ja. So, ne, tatsächlich, also der war nix, tatsächlich einfach nur hier genau das Ding, ne, guckst dir das einmal an, einfach nur die Bewegung hier fortgesetzt von da oben, punktgenau und das war's. So, so viel dazu, es geht meistens gut und das ist jetzt halt wieder auch genau das meistens Ding. So, jetzt muss ich mir irgendwie mal kurz einen neuen Überblick hier verschaffen, also M15. Was macht der M50? Also hier Vortages-VAH. Sehe ich das richtig? Nee, Vortages-VAH. Hier liegen leider so ein paar Sachen übereinander. So, hier mit neuem Hoch, der M15, den würde ich mir dann jetzt schnappen. Das heißt, ich warte jetzt wahrscheinlich erstmal den M15 ab. Und würde mir versuchen, da dann halt den neuen Impuls zu holen. So, aber das war natürlich jetzt wirklich hier, ja, okay, ist halt so. So, er hätte ja auch durchaus ein paar Punkte weiter runtergehen können. Bei 860 lag der erste, ja, oft ist die erste Idee dann doch die bessere, ne? So, aber klar, ich meine grundsätzlich, ich habe es ja auch am Anfang gesagt, Range oben, ne, sollte nicht großartig fort sein. Vielleicht habe ich mich da verleiten lassen, weil so viele auch Shorts sind. Ich dachte so, okay, gehst du nach unten mal ein paar Punkte Short mit. Sollte eigentlich nur noch mal hier ein kleines neues Tief machen. Mehr hätte ich ja gar nicht gewollt, aber es war mir nicht vergönnt. So, das heißt, ich würde dann jetzt hier, wenn das jetzt zeitlich in den M15 reinpasst, an der Eröffnung die ganze Geschichte drehen. Ne? Also hier ist ja eben der Xetra Open. Wenn wir da nochmal ein Stück runterkommen, die Nummer dort drehen und dann halt hoffen, dass er nicht da unten die gleiche Reise dann auf der anderen Seite dann macht. Aber sieht mir schon so ein bisschen nach aus, danach aus, ne, weil M15 ist ja für mich immer so der erste Impulsgeber, dass der M15 schon gerne da irgendwie nach oben wegdrücken würde. Würde auch dazu passen, was ich eben gesagt habe mit der Stunde. Nämlich hier oben eben SMA20, nichts Kompliziertes. Außerdem haben wir halt hier den Kassaschluss von gestern, der dann auch noch dazu kommt. Und was auch bedeuten würde, ein Gap Close von unten ist nicht unbedingt short zu werden, ganz im Gegenteil, sondern läuft meistens auch ein Stück weiter. Und das heißt, für meine Begriffe, wenn wir jetzt hier irgendwie Luft holen,
wobei er nicht Luft holen muss, das müsste er nur machen, um mir einen Gefallen zu tun, um mich nämlich abzuholen. Und wir laufen dahin, dann setzen wir auch noch mindestens 10, 15 Punkte dran, sondern und scheitern nicht hier an diesem Hoch, was man hier halt irgendwie auch sieht, was da über Nacht oder eben heute Morgen entstanden ist, an dem Kasserschluss, sondern laufen dann halt direkt durch. So, aber wie gesagt, so ein kleiner Rücklauf wäre jetzt natürlich schon nett. Mal gucken, ob der Dax das macht oder ob er jetzt einfach hier oben kleben bleibt und direkt oben durchläuft. Das wäre dann natürlich ein bisschen doof. So, mal gucken. Mal gucken, was das wird. Kleiner Rücklauf, komm schon. Das ist natürlich jetzt hier so eine Geduldsprobe, ne? Macht man das jetzt? Springt man jetzt da rein? Wartet man, bis er zurückkommt? Weil im H1 sollte er jetzt irgendwie Gas geben, ne? Ist natürlich auch nicht der SMA20 hier entscheidend, sondern dann halt auch wiederum das letzte Hoch, ne? Und das liegt dann halt bei 950. Das heißt, das wären dann schon nochmal ein paar Punkte mehr. Und er hält sich hier echt so ein bisschen arg deutlich. Und es könnte schon sein, dass wir hier um 9:15 Uhr direkt da oben durchdrücken. Aber ich habe so ein bisschen Schmerzen damit, jetzt hier oben einfach reinzuspringen. So mit dem ersten Stich, das geht dann meistens nicht gut. Auch wenn es irgendwie gerade aussieht, als würde es nach oben durchdrücken. Und der das jetzt machen, ohne uns. So, und ich habe ja gerade gesagt, wenn er hier hinläuft, läuft er auch nochmal direkt 10, 15 Punkte weiter und wird da eher nicht drehen. So, SMA20 hier haben wir auch. Beziehungsweise knapp würde er jetzt hier im H1, ich schiebe es ein bisschen runter, nochmal runterkommen. Dann würde der auf jeden Fall da oben drinstecken. So, jetzt bin ich mal gespannt. M15 wird jetzt fertig. Gucken, ob wir den Rücklauf hier noch kriegen. Das wäre halt hier nochmal der Wiwop. Das war natürlich hier echt mies, ne? Also genau dort gedreht. Okay. So ist das mit dem Handeln. So ist das. So, M15 schließt hier relativ klar. Zumindest über den letzten hier von der Stunde davor. So, vielleicht hier nochmal einen kleinen Rücklauf, hier nochmal zumindest hier an die Highs. Das heißt, also hier wäre dann halt der erste Rücklauf. Und dann halt hier, das wäre dann natürlich der nette Rücklauf. Da bin ich immer gespannt. Was macht denn der Dau eigentlich unterdessen? Mal kurz da drüben einen Blick hinwerfen. Ja, ganz ähnlich, ne? Der M15 sieht halt auch so aus. So, den haben wir jetzt gefangen. Da war der Ton. So, mal gucken, ob wir die Geschichte jetzt hier gedreht kriegen und den ersten kleinen Loser da nochmal eingefangen. SMA 100 im M10. 200 im M10. Alter Schwede. Habt ihr nur immer diese Dinger her? Ich habe mit allem, was in dieser Größenordnung ist, immer so meine Schmerzen, weil ich mich immer frage, so, wer sitzt 200 mal 10 Minuten da und baut sich irgendwie einen Markt zurecht? Weil das ist ja auch irgendwie über nicht mal, also das ist natürlich meine vereinfachte Denkweise dazu. Aber das heißt vereinfacht, weil ich habe immer denke, so, okay, es muss ja auch Algos geben, die das handeln. Und ja, genau, da hat es gedreht. Weiß ich nicht. Soll ich mir jetzt ein SMA 200 angucken? M10. Kann ja sein, aber das ist ja das Ding. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie der SMA 400 im, weiß ich nicht, M5 oder M6 oder M3 oder irgendwas. Ich brauche es ja immer, das weißt du doch, Lutz, ne? Deswegen stehe ich damit immer auf Kriegsfuß. Wenn mir nachher einer sagt, ja, an dem SMA hat es gedreht, ja, dann zeig mir das nochmal.
beim nächsten Mal? Und was heißt das, ne? Und wie kann man das handeln? Und nur weil es ja irgendwie das gerade mal gemacht hat, ist das halt irgendwie natürlich schwierig. So. Für mich war jetzt halt einfach nur hier, ich habe hier ein Pivot. Ja, also mal ganz, wenn man das alles mal außen vor lässt, ein Pivot, da ging es irgendwie 10 Punkte drunter. Noch dazu sind hier unten die Lows und genau das war halt eben auch die Strecke. Das ist so der für mich jetzt erstmal einfacher Ansatz, den ich vor allen Dingen ja auch vorher mir angucken konnte und auch einschätzen konnte. Und noch viel einfacher, Daily SMA 20. Das ist noch wesentlich einfacher. So, und dann gucken wir mal. Also hier oben fehlen ja noch ein paar Punkte. Und das heißt, wir müssten hier, den kann man jetzt natürlich auch versuchen, das ist natürlich immer ein bisschen risky, nach oben raus zu verlängern. Ja, also eben am Hoch long zu gehen, ist natürlich vor allen Dingen bei der Vola. Da ist man da schnell auch mal ein paar Stunden verhaftet. Muss man mal ein bisschen aufpassen. Mir wäre eigentlich schon lieber, er kommt halt hier runter und holt da nochmal die zweite Position ab, würde dann auch bedeuten, dass die erste in Verlust läuft, ist aber nicht so tragisch. Also ich meine, umgekehrt ist ja auch so, wenn ich jetzt hier oben nochmal irgendwie einen Buy-Stop mir mithole, bin ich ja auch doppelt so schnell im Verlust gleich wie gerade, weil erstmal steht er hier oben drüber, muss aber eben auch eins dran setzen. Das heißt, der M15, wenn man sich das da vielleicht mal irgendwie kurz mal runterbricht, also relevant ist ja natürlich hier oben der Bereich jetzt erstmal. Das heißt, das waren ja halt irgendwie so die letzten Highs. So, und von der Welle davor halt eben ganz da oben. So, das heißt für mich, 950 sollte hier erstmal jetzt irgendwo interessant sein. Alles dazwischen eigentlich nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielen, außer irgendwie das Volumen geht komplett in den Keller. Dann ist natürlich irgendwie plötzlich alles relevant, weil einfach keiner mehr da ist, der noch irgendwas dreht. Ne? So, das meinte ich jetzt hier. Ne? Das hat hier auf der Oberseite long dran bauen. Ich mache es eigentlich nicht gerne, habe es jetzt aber gemacht. Und weil natürlich dann mein Break-Even nach oben rutscht und wenn halt eben das Volumen nicht groß genug ist, kann das schon mal irgendwie auch sehr, sehr anstrengend werden. Ja, da musste man im Zweifelsfall dann halt eben wirklich eine Menge Geduld mitbringen. Aber ich habe ja auch gesagt, wenn wir hier hinkommen, laufen wir auch nochmal 10, 15 Punkte höher. Das wäre dann halt eben hier oben die 925. Das heißt, das wäre dann der Future oben. Das heißt, da würden wir die Tageskerze mal kurz versuchen zu drehen. Und das sollte eigentlich schon drin sein. Und dort kann man den ja dann am Zweifelsfall dann auch wieder rausnehmen. So, aber wie gesagt, auch auf den M15 hier nochmal bezogen. Ich mache das hier oben mal ein bisschen kleiner, ne, da fehlt halt, für meine Begriffe fehlt da schon noch irgendwie Impuls nach oben und der SMA 20 hier, auch wenn der jetzt von oben halt ein bisschen gewellt runterkommt im H1, wäre jetzt für mich nicht relevant, ne, sondern er sollte ja schon versuchen, da oben durchzustechen. Auch hier hätten wir ja auch nochmal so einen Kandidat, ne, EMA 200 M5 heißt ja auch immer irgendwie, sei ganz wichtig, bis jetzt irgendwie klebt er da einfach nur dran und ja, von daher, ja, ich habe es immer nur drin, um zu sehen, okay, wo wird es nervig und warum, ja, aber hat für mich einfach null Aussagekraft, das Ding, null, absolut gar nicht, so, also beziehungsweise auf die Richtung bezogen, ne? Eher dahingehend so, okay, da wird der Markt wieder eher komisch. So, gucken wir mal. Also, hier einmal so ein Schuss jetzt nach oben auf die Future-Eröffnung. Ach, das ist ja wieder eine Vola, ist ja unglaublich. Können doch jetzt einfach mal hier 30 Punkte am Stück rauflaufen. Das ist jetzt auch nicht so viel. Das ist ja auch nicht so viel verlangt. Ja, hier haben wir, was ja halt auch beim Scalping, ne, der R2 im DAX war immer schon irgendwie seit Jahren, deswegen gibt es den auch überhaupt im Stereo Trader, also die Pivots auf Stunde bezogen. Und der R2 war halt leider, weil wir jetzt gerade dran stehen und ich da eigentlich durch will für Scalping, also sowohl Long als auch Short, S2, R2 eigentlich immer ganz gut geeignet.
Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so ist. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Und auf der anderen Seite aber auch, was man auch immer wieder sieht, wenn er dann da aber mal durch ist, und dann geht es meistens auch noch ein gutes Stück weiter. Und das ist dann eigentlich immer ein ganz gutes Indiz dafür, dass dann halt ein bisschen Bums dahinter ist. Und der Markt dann halt im kleinen Timeframe eher ein Trendverhalten entwickelt als Range-Tendenz. So, na komm, ein paar Punkte, das wird doch hier wohl, gibt's doch gar nicht. Kleben wir hier einfach mal fest. Kleben wir hier fest. So, kann ja einer irgendwie sich einen Wecker stellen, wenn es einen Tick gibt. Weil das ist natürlich schon ein bisschen hart gerade. So, ich meine, für mich ist nat was natürlich klar hier SMA 20, H1, ja, aber das die Tendenz, also das wäre eigentlich eher so ein Kandidat für meine Begriffe, der dafür geeignet wäre. Ich hoffe es, ja, ich meine, wir haben Range, das ist immer ein bisschen schwierig, da halt irgendwie ein paar Punkte zu viel vorauszusagen. Das Ding hat aber eigentlich eher für meine Begriffe, würde ja viel besser aussehen, wenn wir da ganz hoch laufen, ja, über dem SMA 20 schließen und dann den später irgendwie nochmal versuchen abzuholen und dann halt eben auch nach oben zu drehen. Ich bin jetzt nicht der SMA 20 Händler, aber das ist eben auch so ein typisches Verhalten, was der Markt ja gerne mal macht, ja. Also beziehungsweise, wo man sieht, weil SMA 20 ist ja nichts anderes als ein Trend eben basierend auf den letzten 20 Perioden. Nicht mehr, nicht weniger, ja. Und scheinbar springen da irgendwelche Algos auch irgendwie gerne drauf an. Und wie die genau getaktet sind, weiß ich natürlich auch nicht. Das kann ich ja nur vermuten. Aber was man eben oft sieht, ist, dass der Markt nicht weiterläuft, bis so ein Ding halt eben dann auch in die Richtung zeigt, wo der Trend halt eigentlich ist. Kann man jetzt so oder so interpretieren, ja. Aber das ist schon eher typisch so. Und das heißt dann halt eben auch, wenn es gekauft wird, also es kann jetzt hier schön dauern, das ist völlig okay, der klebt jetzt auch da dran, darf aber für meine Begriffe trotzdem gerne durch. Und aber bedeutet jetzt erstmal an der Stelle nichts, weil wir hier halt auch keinen Short-Trend haben. Ne? Und vor allen Dingen, was man ja auch sieht, das kommt ja eben auch hier dazu, das finde ich halt viel, viel, viel interessanter, dass wir jetzt eben einmal von oben hier nochmal auf dem SMA 20 ein Daily aufgesetzt haben. Ja? So, und das ist ja wirklich überdeutlich. Da muss man ja gar nicht irgendwie großartig weiterdenken. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geguckt. Hier, als ich mein H1 da die möglichen Bewegungen eingezeichnet habe, dann hätte ich den nämlich, glaube ich, sofort ja dann halt auch gesehen. Ich war ja ganz am Anfang, habe ich ja auf Woche gestellt. Und das macht natürlich jetzt auch viel, viel, viel mehr Sinn. Ja, der Michael schreibt schon, nach dem Webinar gibt es dann den Schub nach oben. Nein, den kriegen wir heute im Webinar. Den machen wir nicht nach dem Webinar. Das war früher. Das war in der alten Wohnung noch, wo ich vorher immer gehandelt habe. Hier in der neuen Wohnung ist alles viel besser. So muss man gedanklich dran gehen. Dann funktioniert es vielleicht auch. Komm, 30 Punkte, mein lieber DAX. Die sind hier drin. Das kann nicht das Problem sein. Ich mache mal ein bisschen kleiner. Dann sieht es auch nicht mehr so viel aus. Vortages-POC, stimmt der da oben? Also wie gesagt, wir haben gestern hier mit dem VPOC ein bisschen rumgedoktert. Ich weiß nicht, Timo, passt der da oben? Der ist ja auch da. Dazu müsste ich nämlich jetzt hier ganz aufklappen, um das manuell zu überprüfen. Und das lasse ich jetzt mal. Ne? Hier sieht man ja auch. So, den hatten wir auch schon tausendmal, den SMA, den EMA 200 im M5 und da, boah, läuft halt durch. So, das heißt, also hier, Nummer 1 hat sich gerade bewahrheitet. Ich habe gesagt, wenn wir Kassaschluss erreichen, laufen wir auch nochmal 10, 15 Punkte höher. So, einer ist jetzt raus. Damit ist der Loser von vorhin auch schon komplett wieder ausgeglichen. Ne, das habe ich ja gesagt, ich würde den auch direkt hier hat der Break-Even-Safe gerade gezogen, ich würde den halt hier oben einfach den zweiten nochmal auflösen, verschiebe dann damit meinen Break-Even, wie man sieht, ja dann hier auch sauber nach unten und ansonsten kann man den jetzt, glaube ich, mal machen lassen. Also, was man hier ja sieht, ist halt, er versucht gerade den Daily,
auf grün zu drehen, ne, hier die Tageskerze, macht auch absolut Sinn nach dem Abpraller hier. Und cool wäre natürlich, wenn wir halt jetzt hier direkt das Tageshoch vom Vortag ansteuern und der Markt dann nach oben eben abhaut. Das wäre nett, aber vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber generell sollte das schon irgendwie heute noch die Tagesaufgabe sein. Doof wäre natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwie den letzten BX dann nach unten, hier, wo jetzt auch gerade der Stop liegt, wenn wir da abgeholt werden oder dann nach oben zieht, wäre natürlich doof. Aber wenn es so sein sollte, ich kann es nicht ändern. Ich fände es natürlich jetzt eher viel, viel ja, netter sowieso, aber auch durchaus plausibel, wenn jetzt halt eben die Richtung hier aufgenommen wird zu 9:30 Uhr hin und hier die zweite M15 dann halt gleich mal bis da oben hinläuft. Also das heißt, wenn wir hier oben irgendwo schließen, dann kriegen wir auch um 9:30 Uhr eher keinen großen Rücklauf, sondern setzen den Impuls dran und laufen dann die Highs an, ne, die ich ja hier eben auch gezeigt habe. Also hier, das wäre natürlich wesentlich. Was ist jetzt das richtige Adjektiv? Ne? Weil ich meine, darum geht es ja. So, wesentlich plausibler, ja, aber plausibel ist ja immer so eine Geschichte am Markt, weil das ja auch immer impliziert, das beurteilen zu können, was die anderen angeblich vorhaben oder was man zu wissen gedenkt, zu vermuten gedenkt, wie die anderen den Markt handeln möchten. Von daher immer plausibel, immer so ein schweres Wort beim Handeln. So, also, ne, Daily Hammer, war da ein Gap? Da war da gar kein Gap. Lutz schreibt hier gerade, Gap Close war da. Ja, das war ja am Kassaschluss ja schon. Ne? Daher habe ich ja gesagt, wenn er hier hinläuft, läuft er auch weiter und funktioniert selten als Abpraller. Sehr selten, sondern meistens eher dann als Beschleuniger für die Richtung. Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, was jetzt hier 9:30 Uhr macht, ob die direkt darauf ziehen. Hier oben in diese Highs, die jetzt aber auch natürlich nur über Nacht, glaube ich, entstanden sind. Ja, genau. Oder ob die noch mal irgendwie Anlauf nehmen. Ich hoffe es ja nicht. Ne? Der soll mal schön hochschließen hier. Macht er aber nicht, sondern schließt hier einfach nur an der Future-Eröffnung von heute Nacht. So, und das heißt aber, wenn der Impuls hier durchziehen soll, ich bin mal hier todesmutig und mache hier mal noch einen rein, falls er noch mal hochzieht. Das wäre jetzt einfach nur eine Fortsetzung von dem Impuls an der Stelle. Da muss man aber schnell sein, falls der Markt langsam ist. Kann natürlich auch hier, ne, direkt hinterher, also hier unter das Value Area, unter das High. Und man kann sich so jetzt natürlich auch den Trade komplett versauen. Das ist halt auch klar. Ne, das ist halt eben immer das Problem, wenn man oben einen dran setzt. Vielleicht dann eher ein kleines Stückchen tiefer. Weil er muss dann jetzt hier, wenn das jetzt irgendwie so funktionieren soll, dann schon auch wirklich am Stück dadurch. Mal gucken, ob das gelingt. Also hier den Impuls fortsetzen. Ja, genau so. Okay, hier ein bisschen doof geslippt worden. Das war jetzt nicht so nice. Aber gut. Wenn man keine Wohler hat, beziehungsweise kein Volumen, muss man damit rechnen. So, 950, hier oben den Bereich. Der sollte eigentlich drin sein. Komm, schieb noch einen dran. Setzen wir noch einen kleinen Impuls hier oben dran. An die Highs hier oben und dann muss man halt mal sehen, was das Ganze dann halt eben wird. So, wenn er nicht geht, dann halt eben raus. Ne? Auch klar. Hier M2 hat noch 15 Sekunden. Gucken. So, komm einmal hier in die rote Zone. Darfst jetzt einmal rein, Kollege. Nur ein bisschen was dran setzen, reicht ja dann auch.
Ja, der hier ist halt so ein bisschen blöd gefüllt worden, ne? Also hier durch die, ich habe den ein bisschen tiefer eigentlich da reingesetzt. Beziehungsweise halt die Stop-Order war eigentlich ein bisschen tiefer. Komm, ich nehme den, das bringt hier, glaube ich, nichts. Mit einem Punkt nochmal raus, weil ich hätte den schon gerne ein bisschen anders gefüllt gehabt. Von daher ziehe ich da jetzt mal die Konsequenz und lass das mal so. So, mit dieser einen Position. So, 50 Punkte vorne. Und jetzt ab über die 16.000. Hätte ich auch nichts gegen. Macht ja nichts. Ich meine, irgendwann wird das ja kommen. Also, und irgendwann wird dann auch hoffentlich der Tag sein, wo man dann eben auch dabei ist. So, aber er macht jetzt hier genau das, ne, was ich vorhin ja auch beschrieben habe. Zack. So, das ist jetzt erstmal relevant im M15. Wenn er es jetzt richtig macht, oder die Damen und Herren in Frankfurt es richtig machen, dann ziehen wir direkt da oben rauf und direkt attackieren sofort dann das Tageshoch von gestern. Und wenn es gut geht, dann war es das. Das heißt, dann würde auch die Range nach oben auflösen. Wobei man natürlich auch ganz klar mit solchen Äußerungen immer ganz, ganz vorsichtig sein muss, weil man weiß nie, wie lange eine Range dauert. Ne? Und es ist leider dann auch, das kann man nicht anders sagen, Glückssache, die Auflösung dann auch zu erwischen. Das ist, ich meine, wie lange läuft das jetzt hier schon? Irgendwie 14 Tage, 3 Wochen. Ne? So, das heißt hier rein fürs Daytrading wäre jetzt hier eigentlich ganz klar Exit. Ne? So, das heißt, um es jetzt hier auch mal richtig zu machen, ne, ich ziehe jetzt hier den Stop einfach nach und sage jetzt, okay, wenn er da oben wegläuft, alles fein. Wenn nicht, habe ich hier einen plausiblen Exit, nämlich an den Highs, auch hier vom H1. Ne, ganz klar, das sind die letzten Highs, die wir hier haben. Und ob wir jetzt da oben raufgehen oder nicht, das ist nicht mehr als 50-50. So, warum soll ich denn da jetzt dann halt irgendwie mich drauf versteifen und sagen, ja, der macht das schon. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Von daher ist das hier komplett in Ordnung. So, ich habe auch hier sowieso von der Size her bin ich eher exemplarisch unterwegs. Man könnte jetzt auch sagen, na gut, ich nehme hier irgendwie noch ein Stück raus, lasse ich jetzt aber. Ich will halt, also, weil die halt wirklich ja nicht groß ist. So, aber das passt für mich trotzdem. Ne? So, irgendwie, der kann jetzt hier noch 6 Punkte runterfallen oder er haut eben nach oben ab im Impuls und attackiert sofort das Tageshoch von gestern. Dann habe ich natürlich erstmal Ruhe, beziehungsweise dann wäre umgekehrt das eben auch genauso der nächste plausible Exit. So, das heißt, das wäre hier auch nochmal, um das im M15 zu zeigen. Das wäre dann hier oben. Ne, da ganz, da sind, fangen die letzten an. Aber es ist auf jeden Fall schönes, entspanntes Handeln heute. Ja, der erste Loser hätte natürlich nicht sein müssen, ne? Das, aber okay. So ist es halt. Ja, hier sieht man jetzt auch, da geht es jetzt weiter. Ja, hier im Impuls, zack, 5 Minuten vorbei, kommt die nächste ohne Lunte. Das heißt, es könnte sein, dass der Markt jetzt hier auch ein bisschen Tempo bekommt, wenn das jetzt hier nicht nur ein Versehen im Volumen war, sondern könnte jetzt hier direkt auch nochmal noch eins dran setzen, weil offenbar ist es ja zeitgesteuert, sieht man ja. Ne? Also hier ist irgendein Algo am Werk, beziehungsweise irgendein Programm am Werk, was zeitlich getaktet ist. Sonst hätten wir das hier ja nicht in der Form. Ne? Also war wirklich dann auf die Sekunde, dann halt darauf. Und vorhin mit dem M15 ja auch schon. Also um 9:30 Uhr ging es ja auch direkt in Impulsrichtung weiter. Ne? Hier sieht man ja, da ist ja kaum irgendwas. Ist ja keine Lunte, kein nichts, kein gar nichts. Und vor allen Dingen hier auch ein Gap, kleines Gap, irgendwie kurz zugemacht, feuerfrei weiter. Ne? Und vielleicht machen wir das jetzt hier ganz genauso nochmal. Ne? Man sieht es hier. Kleines Gap geradezu. Mal sehen, ob das nochmal genauso wird. Und wenn das so ist wie um 9:30 Uhr auch, dann müsst ihr spätestens jetzt nach oben abhauen. Und wenn nicht, dann sind wir hier flat.
Haben wir trotzdem alles richtig gemacht. Fast alles. Ja. Gut, sind hier drunter, unter der letzten Aufwärtsbewegung. Das heißt, für mich jetzt hier eher hasta la vista. Gucken, vielleicht kommt noch was. Wenn nicht, war es das. Dann war es das. Aber macht ja auch Sinn, ne? Also alles andere ist ja eher Wunschdenken. Ne, also Wunschdenken dahingehend, dass ich sage, okay, ja, der geht da oben bestimmt irgendwie durch. Und weiß ich nicht. Sondern relevant war ja halt eben nur die Geschichte hier im M15, die war ja ganz gut sichtbar. Und alles Weitere wäre dann eher Bonus. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier anfangen, ein bisschen rumzufischen, ja, und dann halt nach oben weglaufen, kann alles sein. Kann aber viel mehr sein, dass das zeitlich nicht mehr ins Webinar passt. Und ich jetzt auch hier eigentlich den netten Trade so nicht unbedingt verschenken will. Oder wie seht ihr das? Ich hoffe, es war ja dann doch irgendwie einer von den, der eine oder andere von den Shorties. Weil eben, es war ja am Anfang schon sehr, sehr, sehr short hier in der Gruppe beziehungsweise hier im Webinar. Aber ich habe auch gesagt, Short ist erstmal plausibel, aber man muss halt eben auch gucken, bis wohin, ne? Das ist halt auch klar. Ja. Jens schreibt ja, Widerstand könnte wieder runtergehen. Ja, ne? Also, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Wir sind hier 50-50 an der Stelle. Mehr haben wir hier nicht, ne? Ganz klar. Klar, Widerstand. Könnte es runtergehen, am Support kann es raufgehen, dann muss man es halt immer nur angucken, wie der Markt sich da halt verhält, beziehungsweise wie die Impulsrichtung ist. Und die ist aktuell schon noch nach oben. Deswegen habe ich auch hier nicht das Ding ganz aufgelöst, sondern erstmal nur hier ganz eng rangezogen, weil er klebt ja hier schon recht klar an diesem Widerstand da dran. Er würde dann am liebsten auch gerne durch. Und der H1, das habe ich ja auch irgendwie eben gesagt, der würde für meine Begriffe besser aussehen, wenn er hier die Chance nutzt, mitkommend hier vom SMA20 im Daily, wenn der jetzt schön hochschließt und dann halt später, dann halt eben 11 Uhr, 12 Uhr, wann auch immer, oder nach 10, dann halt hier dann den Rücklauf macht und dann halt hier nochmal hier 925. Bei der SMA20 dreht sich ja auch nach oben, wenn der jetzt je weiter der nach oben durchgeht, wenn wir den nochmal von oben dann abholen und dann die Geschichte dann wirklich richtig nach Norden drehen. Also wenn man sich jetzt halt auch mal den Daily anguckt, ne? Ich gehe gleich mal nochmal rüber aufs große Bild, damit man das mal sieht. Weil das ist ja, erfordert immer so ein bisschen Vorstellungskraft vorher, ne? Weil nachher ist ja immer, das ist auch das Schöne in den ganzen Büchern, so, wo dann irgendwie erklärt wird, ja, hier guck mal dies, guck mal jenes, aber die letzte Kerze, das ist ja immer das, womit wir uns befassen, die, die nicht fertig ist. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann macht das schon irgendwie Sinn, ne? Wenn das Ding halt komplett nach oben irgendwie steht, wir hier unten irgendwie so eine Lunte haben und das Ding da oben rausrennt. Deswegen sage ich ja, in der Range, das wird höchstwahrscheinlich schon so kommen, ne? Also jetzt nicht unbedingt heute. Aber es würde heute Sinn machen, rein vom Bild her. Das lässt sich halt, wenn man sich das jetzt mal anguckt und denkt sich hier dieses Weiße mal noch eine Runde nach oben, dann sieht das schon gar nicht mehr so doof aus, ne? So, wir sind jetzt hier raus. Gucken, ob ich das andere Ding da, wo ist? Moment, eine Sekunde. Ach, habe ich vorhin vergessen, irgendwie zurückzudrehen. Na gut, ist egal, man sieht es jetzt hier eh nicht wirklich gut. Aber hier und da ist halt, sind noch die anderen Trades, ist halt leider dabei. Da ist halt irgendwie ein kleiner Klick nach oben. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Nach unten, das war der erste. Und das ist hier der zweite, der dann aber deutlich besser jetzt abgeschnitten hat. Also der zweite Trade.
Ne? So, aber hier jetzt rausgeholt worden, ist völlig okay. Ja, so, das mit irgendwie, wie viele Punkte waren es denn jetzt? Keine Ahnung, welche Punkte. Und das hier funktioniert wahrscheinlich irgendwie nicht. Ah doch, da ist er doch, 46 Punkte. Waren das jetzt hier, ne? Das ist doch, kann man mal machen. So, passt für meine Begriffe auf jeden Fall. Gut, also, gucken wir uns das ganze Gebilde mal nochmal zum Abschluss jetzt im großen Timeframe an. Also, für meine Begriffe immer noch macht total Sinn, wenn die Geschichte hier sowas macht. Vor allen Dingen jetzt hier mit dem SMA20, wenn das jetzt so bleibt und gehalten wird, da einmal nach oben durchzuziehen, ja. Und dann halt hier oben das ATH für meine Begriffe immer noch auf der Agenda. Auch wenn ich schon ein paar Mal irgendwie in den letzten Tagen oder Wochen sogar in der Gruppe gelesen habe, so, will noch jemand zum ATH? Hahaha, ja, habe ich immer noch gedacht, will ich immer noch hin, ne? Nenn jetzt mal keinen Namen, aber es passt für meine Begriffe halt immer noch, ja. Und es ist dann vom Tisch, wenn es vom Tisch ist. Und wir haben hier eine Range, die von unten kommt. So, und das ist nicht short. Außer, ja, guck mal, da lacht er. Gut, er weiß genau, was er gemeint war. Ja, ne, also das ist halt immer klar, vom CRV ist das natürlich immer sau verlockend, ja. Also ich streite das ja gar nicht ab, wäre natürlich cool, ne? So wie viele kommen dann halt auf den Trichter und sagen, ja, da 16.000 und dann 3.000 Punkte runter. Juhu, ne? Klar, vom CRV ist das natürlich wesentlich plausibler, ne? Als dass er halt hier 3.000 Punkte raufläuft. Gar keine Frage. Aber ob der Trend das dann so mitmacht, das ist halt immer nochmal die andere Geschichte. Ne? Von daher muss man das halt irgendwie muss man sich, glaube ich, von solchen Fantasien, ist immer besser, wenn man sich ein bisschen frei macht. Ne? Also es gibt für meine Begriffe einfach auch hier, auch im Weekly, wenn man sich das mal anguckt, auch. Ne? Das ist halt einfach nicht short. So, ne? Hier war die Abwärtsbewegung, eine Welle nach unten, die haben wir gekauft hier ganz deutlich doch. Ne? Guck mal hier. Woche long, Woche long, Woche long, Woche long. Hier kleben wir mal an der 16.000. Ja, mein Gott. Ne? So, warum soll er jetzt nicht trotzdem da oben durchlaufen? Nur weil wir jetzt irgendwie die Woche davor da oben zweimal gedreht sind. Das sieht schon irgendwie nicht wahnsinnig short aus, das ganze Bild hier. Von daher, aber noch sind wir ranged. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute passiert oder morgen oder in 3 Wochen oder gar nicht. Ne? Wissen kann ich es nicht, kann nur irgendwie eine Tendenz versuchen herauszulesen. Und was man dann daraus macht, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Hier der DAU, der ist eher so ein bisschen anstrengend. Ne? So, der hätte eigentlich, ich meine, der kann auch hier genauso direkt nochmal rauflaufen. Wir stehen hier immer noch in dieser Aufwärtsbewegung wann war das letzte Woche irgendwann? Wir stehen immer noch in dieser Aufwärtsbewegung hier im Daily drin, sieht ja, ne? Da unten einfach nur mal kurz die Eröffnung von der letzten doch kräftigen Aufwärtsbewegung hier angetestet und dann schiebt sie immer wieder rauf. So. Könnte genauso gut sein, dass der hier jetzt heute mitzieht und dann halt eben von der 236 und dann halt hier da oben hinläuft. Hier nochmal in dieses Gap, auch SMA20, hier oben bei 33.600 und da einfach nochmal reinläuft und dann auch ab hier nach oben abhaut. Kann sein. Also finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig, fände ich jetzt nicht so erstaunlich. Runter fände ich erstaunlicher, ne, weil eben wegen der Aufwärtsbewegung hier, die halt hier die ganze Zeit auch gekauft wird. Was mir halt hier fehlt, und das ist ähnlich wie im DAX, das wären Rücksätze halt eben auf die 32.700. Die habe ich hier auch, glaube ich, gerade irgendwo gelesen. Ja, wäre schön, muss aber nicht. Ne? Also kann auch genauso gut hier nochmal drehen, da oben rauslaufen und das dann halt irgendwann mal abholen, wenn irgendwelche komischen News kommen und dann halt ab da wieder hochziehen. So, das ist der DAU für meine Begriffe. Ja, deswegen ist der momentan ein bisschen tricky oder besser gesagt eigentlich beide ein bisschen tricky, weil die halt so Rückläufer ausgelassen haben, die eigentlich halt sehr gut gepasst hätten. Gut, nichtsdestotrotz, das war's von meiner Seite. Viel mehr gibt es ja auch gar nicht mehr, glaube ich, dazu zu sagen. Und ich hoffe, man konnte es nachvollziehen. Und auch wenn der erste ja daneben ging, im zweiten Ansatz, hat es ja dann funktioniert.
So ein bisschen ärgere ich mich schon, dass ich da irgendwie vorhin da nochmal short gegangen bin am Anfang, statt irgendwie direkt an Long festzuhalten, weil ich habe ja auch eigentlich nur Long thematisiert am Anfang. Aber gut, so ist es halt. Ist menschlich, man macht irgendwie Blödsinn. Im Großen und Ganzen ist es aber jetzt erstmal aufgegangen. Und das ist ja das Entscheidende, vor allen Dingen halt ein Markt, der irgendwie sich echt, ja, finde ich, ganz gut handeln lässt gerade irgendwie. Also heute jetzt zumindest. Ne? Das war jetzt wirklich mega entspannt, jetzt hier den Long im DAX da halt einzufangen und dann nochmal irgendwie knapp 50 Punkte einzutüten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Shorties sind jetzt nicht böse mit mir und kommen beim nächsten Mal auch nochmal. Und aber ist auch gut, es soll ja auch jeder seine eigenen Ansichten haben und seinen Markt handeln, wie er oder sie das für richtig empfindet. Wolfgang, bist du noch da? Ich bin da, Oder bist ja. du? Ich bin Sehr da. gut. So, weil ich bin nämlich durch soweit. So, wenn du nichts dagegen hast, Sehr hole ich gut. mir einen zweiten Kaffee, damit ich ja auch mal wach werde, endgültig. Oder ich lege mich doch noch mal ins Bett. Mal gucken. Ja, von meiner Seite aus vielen Dank an alle Teilnehmer. Ja, Dirk, dir auch. Hat wieder mal Spaß gemacht mit dir zusammen. Kommt ja nicht so oft vor. Ja, Danke. ansonsten wünsche ich Danke. allen Teilnehmern viel erfolgreiche Trades und einen angenehmen Tag. Bis demnächst. Kannst du jetzt wenigstens noch zum Schluss sagen, dass es ein Scherz war? Was denn? Was war ein Scherz? Weil du gesagt hast, ach so, ist alles klar, okay, ich habe es falsch verstanden. Weil du gesagt hast, ja, hat Spaß gemacht mit dir, kommt ja nicht so oft vor, dass es Spaß Ja, macht ich mit mache dir. das Webinar nicht so oft, deswegen. Ja, okay. Ja, es hat ein bisschen gedauert, wie gesagt. Vielleicht liegt es auch Alles einfach an klar. meinem Kaffee, oder? Es war schon zweideutig. Oh, nee, nee, überhaupt nicht. Alles klar. Lass es Dann. einfach mal so stehen. Ich glaube, ich habe heute eh noch gedacht, ich muss mal wieder nach Ratingen. Ich glaube, es wird auch echt Zeit. Bei mir ist ja nur irgendwie dieses Jahr so viel dazwischen gewesen, aber wir machen das. Ich komme rüber und dann klären wir das unter vier Gut, Augen. okay, Mit alles klar. Freunden. Angenehmen Tag. Ciao. Tschüss.